Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie und zockt mit euch ReCore und tatsächlich die dritte Folge in Ebene 3 vom Edenturm. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ist unsere dritte Kampfarena vor der Nase. Und ich weiß echt nicht, wie viele Etagen hier noch kommen. Ich glaube nicht so viele, aber es ist tough. Es ist sehr tough und ich bin gespannt. Also es war letztes Mal, war es schon wirklich hart, hier durchzukommen. Und warum hat übrigens Seth momentan keinen einzigen tödlichen Angriff? Dann wechseln wir mal hier auf Mac erstmal. Der hat tödliche Angriffe parat und hoffe, dass sich Seth in der Zeit mit tödlichen Angriffen erholt, ne? So, gucken wir mal. Ach shit, hat der mich erwischt. Na, bei der 10er-Kombo war es, glaube ich, keine gute Wahl. Egal, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir es gemacht. Ich glaube, den kann ich mal extrahieren, wa? Der Kermitsch. Warum hat Seth keine tödlichen Angriffe? Generiert auch keine tödlichen Angriffe, ne? Der Junge hat weiterhin keine. Eine Lücke ist Mac da. Oh, das war ja schön. Das war ja wunderschön. Wunderschön. Bei einer 10er Kombo wieder. Goodie. War das klug? Wir wissen es nicht. Oh, wo ist Mac? It's down. Ah, shit. Schade. Schade. Betäubt.
von Angreifen weg. Gib her, dein Kern. Gib ihn mir. Los, komm. Ja, sehr schön. Oh, Inventar voll. Ja gut, also wir waren ja auch hier lange genug beschäftigt. Da kommen noch mehr. Oh, und wie viel? Seid ihr nur schuld in der Birne, meine Güte? Das war wieder eine dumme Idee beim Zehner. Voll angreifen. Fest zum Angriff. Ja, das ist es. Ah, oh, schade, dass ich diese schönen ganzen Kerne liegen lassen muss. Das finde ich schade, aber gut, kann man nichts machen, ist halt so. Das Level ist ganz schön lang. Und ich habe keinen Bock hier zu explodieren wegen den Viechern eventuell, oder? Hm, geht doch, okay. Aber bitte jetzt nicht wieder so ein Sprungmarathon, ey, lass mich mal endlich mal durch sein hier. Doch, Sprungmarathon. Oh. Boah. Ist das Ding hier anstrengend. Hm? Braucht die so lange, um wieder aufzutauchen, die Plattform? Ich dachte, die kommt jetzt gleich, da sie gerade verschwunden war. Da ist sie, fährt hoch. Dann verschwindet sie oben. Hm, ich gucke gerade, warum es nach da unten geht. Das haben wir sonst irgendwie nicht, ne? Kann ich ja einfach drüber rennen? Das wäre zu leicht irgendwie. Aber ich glaube ja. Ah, die verschwindet unter mir. Schade. Okay, das war Cheating pur. Was ist denn da unten? So, von dem muss ich mich wieder überholen lassen, ne? Hat nicht funktioniert. In der Theorie ja, in der Praxis nein. So, hat das Ding hier unten jetzt irgendwas zu sagen da? Hä? Merkwürdig. Aber sieht nicht so aus, ne? Gut, okay, da ist nichts zum Einsammeln. Eieiei, Leute. Ey, was ein Stress. Was ein Stress. Bin richtig froh, jetzt hier durchatmen zu können. Das war erst der Anfang. Danke, ey. So, er sagt mir schnell Reise freigeschaltet, aber ich habe es letztes Mal irgendwie gehabt, dass ich irgendwie Lobby 2 nicht betreten konnte. Aber ich werde es nicht porten. Was sagt die Let's Play-Zeit? 10 Minuten, jetzt gucken wir erstmal nochmal, was uns hier als nächstes erwartet. Ziemlich gut darin. Nee, das ist kein Logfall, ne? Nee, das ist nur so eine Reflexion, okay. Wir müssen eh zurück, weil wir sind auch vom Inventar her voll.
Ich habe keinen Bock, hier weiter die schönen Kerne liegen zu lassen, aber ich will mal gucken. Ebene 4 Anforderungen, Level 26 und 35, die haben wir noch für Ebene 4. Nur mal hinter die Tür gucken. Nur mal hinter die Tür gucken. Ach, dann haben wir auch ein Ladescreen. Aber gut, die sind ja nicht mehr so lang. Ebene 4. Erwartet mich das da etwa? Noch mehr von diesen Plattformen. Also langsam zieht es sich ein bisschen, oder? Der Edenturm ganz schön hart. Also, jetzt weiß ich auch, warum die zwischendurch solche Anforderungen stellen, weil wenn man die nicht erreicht, dann geht man halt zwischendurch wieder nach außen und ist hier nicht so arg gestresst von dem, was hier drin passiert. Weil es ist schon ein bisschen stressig, sag ich mal. Ah, Ebene 4, Ebene 4, ein Memo. Ah, Victor. Bla 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 bla, Victor, sage ich dazu. Ich will mal ganz kurz gucken, dass ich hier nicht wieder Memos. Ich will hier die. Ah, nein, nicht zurück mal. Nicht zurück, Woody. So, zurück nochmal in die Memos. Ich will die alle einmal markiert haben. Damit wir dann auch wirklich sehen, welches das Neue hier ist. So fühlt es sich wohl. Memos. Ah, Thomas Adams. Memo 10. Ah, Spiel ab. Hallo? Will er nicht. Okay. Müssen wir lesen. So fühlt es sich wohl an, wenn man der letzte Mensch auf Erden ist. Radio, Fernsehen, Internet. Die meisten Kommunikationskanäle sind tot, was auch sein Gutes hat. Zumindest gibt es keine Internet-Trolle mehr. Scrollen. Jewel, in Wahrheit musste ich für diese Nachricht meinen letzten Gefallen beim Mandat-Nachrichtenteam einfordern. Aber was den Durchbruch angeht, er ist da. Ich sende die Ergebnisse zusammen mit dieser Nachricht an die Evakuierungsflotte. Mehr will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Vielleicht nicht mal Julius. Während diese Nachricht durchs All zu dir unterwegs ist, werde ich hier sein, in der Garage. Endlich habe ich Zeit, meinen Kram durchzusehen und auszusortieren. Aber die Erinnerungen bleiben, wie mir deine Mutter nach einer durchgearbeiteten Nacht Kaffee beigebracht hat, wie du mein Werkzeug geborgt hast, um selber Filmmonster zu bauen. Ich vermisse diese Zeiten. Aber jetzt muss ich mich von dieser Welt verabschieden, Jewel. Hoffentlich finde ich eine andere, was auch geschieht. Vergiss nicht, wie stolz ich auf dich bin. Ich werde immer da sein, versprochen. In Liebe, Dad. Gut, ne? Wenn die nicht wollen, dann wollen wir halt. Was willst du, Mac, hä, mein Junge? Außerdem, wie gesagt, das Schöne ist daran, dass wir jetzt nochmal hier. Ja, das sieht jetzt hier nicht aus, als würden wir uns der Decke nähern, ne? Naja. Naja, ich weiß nicht, wie viele Ebenen das hier sind. Ich weiß nur, das ist die letzte Ebene erstmal für heute. Boah, ich bin echt groggy. Das war zu viel Edenturm in Folge weg, auf jeden Fall. Jetzt können wir nochmal ganz kurz im Crawler gucken. Ein paar sind ja Level hochgestiegen, ob wir da ein bisschen Rüstung nochmal zusammenkloppen können, zusammenlöten können, kleistern können, wie auch immer. So, vor allem kann unser Inventar transferiert werden. Für die harten Kämpfe habe ich ganz schön viel Silber und ganz schön wenig Gold im Inventar. So, und jetzt die Kerne rüber. Oh, da haben wir jetzt aber gut hier. 6000, ach, zweimal fast 6000. So, gucken wir mal, was haben denn unsere Kernbots hier für ein Level? Naja, 25, 26, 26. Also würde es sich lohnen, Level 25 Zeug anzuziehen. Was haben sie denn an? Dann muss ich hier nochmal reingucken. Mac? Ah ne, hier steht das nicht an der Stelle, ne? Da steht nicht, welche Levelvoraussetzung das ist. Da muss ich doch direkt in die Baupläne rein. Baupläne. Blau.
Ich ja, sie merkt, ne? Der Turm hat mich gerade gemacht. Bauplanforschung. So, was trägst du denn, Mac, mein Junge? Du trägst das hier, Level 20 Zeug. Okay. Du trägst Level 20 Zeug. Seth, du trägst, glaube ich, auch Level 20 oder sogar 25. Nee, 21 trägst du. Duncan, du trägst auch das gute Zeug hier. Level 23, aber für Duncan hatte ich, glaube ich, schon Level 25 gebaut. Nein, aber für irgendwie hatte ich schon Level 25 gebaut, fällt mir gerade auf. Er trägt Level 23, das ist eigentlich ganz ordentlich. Also wenn, kümmere ich mich erstmal um Seth oder um Mac, die Flughülle. Ah, da haben wir schon 27 für gebaut, aber das Problem ist, wir haben noch kein... Für die Flughülle haben wir also Level 27 komplett parat. Dann gucken wir mal hier bei dir, mein Junge. Was hast du denn hier? 25. Können wir alles bauen, ne? Also erstmal momentan. Mal gucken, wie es aussieht gleich. Es hat geklappt. Na, da fängt schon an. Makellose Stellantriebe. 2 Stück. 4 Stück. 5 Stück. Mal gucken, ob wir die beisammen bekommen. 5 makellose Stellantriebe. 5 makellose Stellantriebe. Stellantriebe da. Naja, würde ich mal sagen, die kriegen wir hin, wa? Kombinieren. 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 So, das waren schon mal 4. Dann hier nochmal. Kombinieren. 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 Und kombinieren. So, das waren schon mal die 5 makellosen Stellantriebe. Dann können wir den Körper herstellen. Ja. Cool. So, was brauchen wir hierfür? Brauchen wir K9-Pads? Okay, 4 makellose K9-Pads. Kriegen wir die hin? 4 makellose K9-Pads. K9-Pads. Ja, würde ich sagen, das passt, wa? 4, 3 mal 4 macht 12, macht 5. 5 muss ich hier bauen. Kombinieren. So, und jetzt hier kombinieren. 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 Gut. Seth, das sieht gut aus für dich, sage ich mal. Oh ja. Und das noch. Aha. Was habe ich überhaupt noch so für dich? Habe ich momentan eh keine stärkere Rüstung für dich, ne? Als die 25er Zeug. Das hier ist 21. 17. Nee, da ist nichts. Gut. Unser Hundi. Unser Hundi trägt Level 20, glaube ich. Kann ich auch hier sehen. Es muss ja sein, was sein, was ich gebaut habe. Da das Zeug, Level 20, hm. Guck mal, was können wir für dich bauen? Was haben wir denn nochmal? Da ist Level 25. Erst nochmal weiter gucken. Level 30. Level 30 ist geil, ne? Aber da sind wir ja noch ein paar Level von weg. Also bauen wir ruhig das 25er. Mal gucken, was wir beisammen bekommen. Bam! Cool! Ah, 3 Teile kriegen wir schon mal zusammen für dich. Also, das ist nur 4? So, was fehlen uns denn? 2 Linsen, einmal Nieten. 2 Linsen, einmal Nieten.
Oh, wir werden schon wieder so lange, aber wir haben es auch gleich geschafft. Zwei Linsen, einmal Nieten. Nieten kombinieren. Okay, die haben wir. Jetzt geht es um die Linsen. Da sind die Linsen. Zwei hatte ich gesagt, ne? Glaube ich. Jetzt weiß ich leider nicht, welches Teil was war, sonst wäre ich jetzt auf Dings gegangen. Oben auf. Suche das richtige Körperteil raus. Da. Perfekt. Gut. Dann könnt ihr jetzt das Zeug anziehen. So, fangen wir halt mit dir an, Mac. Plus 25% verursachter Affinitätsschaden. Und damit ist Mac ausgerüstet. Konfiguration speichern. Und jetzt kommt Cess dran. Wieso ist das so schlecht? Wieso ist das alles schlechter? Hä? Oder hat die Verdanken gebaut? Nee. Bauplanforschung. Cess. Ja, das Zeug habe ich gebaut. Eisenzahn. Das Eisenzahnzeug hier, Level 25. Das komplette Eisenzahn-Set heißt das also. Kernbots. Cess. Okay, warum ist das Eisenzahnzeug so viel schlechter? Das war in allen Werten extrem schlecht. Da haben sie Scheiße gebaut. Da haben sie Scheiße gebaut. Und ich baue den Kack zusammen hier. Außer der Kopf hier. Der Kopf ist besser, aber dafür gebe ich den Bonus her. Und da sehe ich nicht ein. Die Verstärkung ist besser, aber... Die anderen Stats? Da ist was schief gelaufen. Da ist was schief gelaufen. Schade. Na gut. Okay. So, dann noch Kernfusion. Cess gerne. Nee, danken. Danken ruhig. Danken, du sollst hier raushauen. Du bist hier meine Kampfmaschine. Dich hau ich voll, aber ich verstehe, dass das gerade mit dem Set ist ja ärgerlich. Jetzt hau ich die Teile dafür raus, aber gut, so schlimm ist es auch nicht. Wir werden es überleben. Jetzt hauen wir hier noch voll, was geht. Was sehr, sehr gut aussieht. Maximum erreicht, das ist ja schön. Oh. Ich möchte gerne alles mit einem Knopf der Kopf einmal reinhauen. Ich kann mich eigentlich schon von euch verabschieden. Mehr machen wir eh nicht mehr. Wir bleiben jetzt hier im Crawler sitzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch auf alle Fälle den Daumen nach oben da. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ihr dürft das Video auch gerne teilen, ne? Damit noch mehr Leute an Goody teilhaben können. An Goody und Jewel und Recore. Ja, ich mache hier noch das Ding voll, das kann ich auch offscreen machen. Bis zum nächsten Mal. See you. Wie soll das heißt? See you. Ich meine natürlich so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.